Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Minecraft für Anfänger. Eines meiner Lieblingsthemen, nämlich ein Dorf. In einem Dorf leben Dorfbewohner. Das ist eine generierte Struktur vom World Generator selber. Und in diesen könnt ihr einige Dinge finden, zum Beispiel Katzen. Katzen sind noch das Harmlose. Das wirklich Blöde an der Geschichte sind die Kollegen hier, nämlich die Dorfbewohner. Diese können bis zu 13 verschiedene Berufe ausüben. Ihr könnt mit ihnen handeln und ihr könnt dadurch Gegenstände, die ihr vielleicht weniger oft bekommt vom Spiel selber, erhandeln. Das geht bis hin zu verzauberten Waffen bei Schmieden oder verzauberten Werkzeugen. Oder auch Trankherstellung, beziehungsweise ein Mönch, der euch Enderperlen verkauft und. Die Möglichkeiten hier sind unbegrenzt. Wir werden uns jetzt das Dorf mal genau anschauen, denn die haben auch drum, wo sie ein bisschen was bunkern. Und das kann man looten. Da passiert euch nichts. Nur die Glocke, die hier hängt, die würde ich an eurer Stelle in Ruhe lassen. Das könnte etwas gefährlich werden. Wir haben nämlich auch Golems, die sie beschützen. Und diese Golems sehen es nicht so gerne, wenn man diese Glocke abbaut. Läuten kann man sie sehr wohl. Das signalisiert Gefahr. Und dann verziehen sie sich in ihre Häuser. Das zum Beispiel hier, der hat schon einen Beruf anhand eines Komposters. Das ist ein Farmer. Wir können ihn anklicken und der würde uns einen Smaragd geben, wenn wir ihm 20 Weizen geben. Oh, ein Haufen Möppel. Sehr schön. Hier haben wir den nächsten Kollegen. Der würde uns sogar schon Eisenrüstung verkaufen für Smaragde. Geh weg da. Und wie ihr seht, die haben auch Betten. Das hat einen Grund. Man kann diese Villager nämlich... Oh, Kartoffeln und ein Haufen Smaragde. Sehr schön. Schon fast ein Hauptgewinn. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr könnt diese Kollegen nämlich auch sogar entführen. Das hat einen bestimmten Grund. Für einige Farmen und so braucht man die. Und... eine sehr gängige Methode hierfür ist es, sie in ein Boot zu pferchen. Dazu platziert man ein Boot vor ihnen und hofft, dass einer blöd genug ist und sich da reinsetzt. Macht mal. So. Dann könnt ihr euch nämlich mit reinsetzen und könnt mit ihm ein bisschen durch die Gegend schippern. Das Ganze hat nur einen Haken. Wenn wir jetzt hier runterfallen, können wir auf diesen Block nicht mehr rauf. Das heißt, wir können uns nur auf einer wirklich geraden bewegen. Ich helfe dir da mal wieder raus. So. Und ihr könnt diese Kollegen auch vermehren. Vermehren hat nur einen Haken. Ihr braucht dementsprechend auch Betten zur Verfügung. Das heißt, sind keine Betten mehr frei, dann können sie sich auch nicht mehr vermehren. Das heißt, wir könnten zum Beispiel hier ein Bett reinstellen. Deswegen habe ich ja so viele Betten mit. Zack. Dann stellen wir noch hier eins rein. Ja, da lebt hier keiner. Okay, bauen wir ab. So. Hier ein Bett. Und da auch ein Bett. Und dann hier stellen wir die restlichen Betten hin. Freiluft. Ist auch schön. Ist Sommer. Da können sie schön schlafen. So, die brauchen wir gleich. Ja.
Da die jetzt gerade schlafen gehen, werden wir dann das Gleiche tun. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir da zwei beieinander haben. Denn dann kann ich euch das zeigen, wie man die züchtet. Da sind gleich zwei. So, mit der Taste Q könnte etwas droppen. Das geht so. Und wenn die jetzt das Brot aufheben, die brauchen mindestens drei Brot jeder. Da kann es sein, dass so Herzchen über ihren Köpfen entstehen, wenn sie sich sehen. Und wenn diese Herzchen entstehen, kann es sein, dass ein kleiner Willi das Licht der Welt erblickt. Jetzt sind alle abgehauen. Toll. Da vorne stehen auch welche zusammen. Mal schauen, ob wir es hier schaffen. Die würden auch schön neben den Betten stehen. Das wäre ideal. So. Habt ihr nochmal haufenweise Brot. Hat deine genommen. Du nimmst auch welches. Komm. Hat der wieder gezockt. Und jetzt haut er ab. Toll. Komm zu deinem Freund zurück. Ja, genau. Komm. Macht, was ihr nicht lassen könnt. Ja. Klappt schon. Und da läuft er schon, der Kleine. Ist er nicht süß? Und so könnte die züchten. Und dann gibt es später Farmen, die wir bauen werden, wo wir das automatisieren können, dass die sich gegenseitig züchten und wir einen quasi endlosen Vorrat an Villagern haben. Ist zum Beispiel, wenn er größere Bauten auch macht, ganz angenehm, wenn da ein bisschen Gewusel ist und ihr ein bisschen Leben quasi in eurer Stadt oder eurem Dorf oder was auch immer dann habt. Nur eines muss ich euch auch sagen, die KI dieser Kollegen ist strunzdumm. Die sind wirklich strunzdumm. Das zum Beispiel hier ist ein Fischer. Schauen wir mal, was der so im Angebot hat. Er würde uns Kabeljau-Eimer geben, das heißt einen Eimer mit Kabeljau. Und er würde uns für einen Smaragd und 6 rohe Kabeljau geben. für einen Smaragd und 6 rohen Kabeljau, 6 gebratene Kabeljau geben. Na, das wär ja ein Geschäft. Na hurra. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na toll. Das, worauf ich gehofft hätte, nämlich eine Kirche, ist leider nicht dabei, weil in einer Kirche gibt es immer einen Braustand und den hätte ich gerne mitgenommen. Nur hier habe ich Pech, in diesem Dorf ist keine. Das hier sind die Golems, das sind die Beschützer der Villager. Kann man kaputt machen, nur man muss aufpassen, die machen auch ganz schön Aua. Und wie gesagt, wenn wir die jetzt läuten, dann hauen die alle ab. Das signalisiert, es ist Gefahr im Dorf und die verstecken sich dann in ihren Häusern. So, ich will darauf. Na, da ist gar nichts drin. Oh, ganz viel Brot. Hätte ich gar kein Brot mitnehmen müssen, aber wir haben Kartoffeln. Das ist ganz gut. Eine neue Ressource, die wir anbauen können, um Nahrung zu erzeugen. Muss ich dann mein Feld ein bisschen umstrukturieren. Im Großen und Ganzen ist das eigentlich das Wichtigste über die Villager. Es gibt hier noch Katzen. Und Katzen sind nicht nutzlos, ebenso wenig wie alle anderen Tiere und auch Hunde zum Beispiel. Katzen haben die Eigenschaft, dass sie Creeper verjagen. Dafür brauchen wir rohen Kabeljau, den wir ihnen füttern können, und beziehungsweise rohen Fisch. Wir müssen uns so anschleichen.
und die füttern so lange, bis sie uns folgen. Leider habe ich jetzt keinen rohen Kabeljau hier. Ich habe auch nichts da, um mir eine Angel zu machen. Ich hätte gehofft, dass der da oben eine hat. Aber dem war nicht so. Aber wir können noch was anderes versuchen. Da schwimmt schon das, was ich brauche. Muss auftauchen. Ich hoffe, es genügt. 5 Stück. Na, vielleicht noch ein bisschen was. Hey. Ach komm. Mit diesen Fischen hier könnt ihr sogar noch einen kleinen Erfolg machen. Ich zeige euch den mal. Dazu brauchen wir einen leeren Eimer. So, den leeren wir hier aus. So, taktisches Fischen. Dann habt ihr einen Kabeljau im Eimer, beziehungsweise einen Lachs im Eimer. So, tschüss. Das tun wir ihm nicht an, dass er an Trockenen sterben muss. Auch wenn er aus Einsen und Nullen besteht, das macht man nicht. So, jetzt brauchen wir noch eine Katze. Da ist schon eine. Langsam anschleichen, wie gesagt. Ansonsten haut sie ab. Oh, komm, ich komme so nicht ran an dich. Es sind genug hier. Ah, der hat mich mitgekriegt. Ah, ja, geht mit denen auch. Aber jetzt ist sie weg. Tschüss. War zu wenig. Ihr müsst das so lange machen, bis sie sich einfach in euch verguckt. Und dann habt ihr einen Erfolg, allerbester Freund. Ich habe jetzt leider zu wenig. Ich will jetzt aber auch nicht weiter suchen danach. Gut, das waren jetzt mal die Eckdaten von den Villagern. Es gibt noch eine andere Methode, diese zu verschiffen. Das wäre mit Loren und Schienensystem. Kommt aber ein bisschen teuer, das sage ich euch, weil frisst viel Eisen, frisst viel Material und ist eigentlich dazu gedacht, wenn man sie wirklich präzise in der Farm färchen will oder sonst irgendwas oder sie tatsächlich in der Lore drin braucht für irgendwelche Sachen. An der Stelle würde ich dann sagen, wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge schon wieder. Die Namen müssten auch schon wieder eingeblendet sein. Danke für alle, die sich da bei mir engagieren. Nee, eins will ich euch jetzt noch zeigen, weil das da oben so schön frei steht. Na, machen wir es so. Ihr müsst euch 3 in die Höhe bauen, dann erwischt ihr euch schon nicht mehr. Ich nehme lieber 4, weil, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann könnt ihr den nämlich wegklatschen. Der gibt euch Eisen. Ja, ich weiß, Leo, Eisen, la 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 la. Bla bla. Mist. Jetzt ist er weg. Komm, bleib da. So, ich muss schnell Fersengeld geben jetzt. Kommt er? Nö. Will nicht. Na komm. Du bist langweilig. Langweiler, langweiler. Ha! Das hat er gehört. Ja, ja, komm nur.
Ihr seht schon, jetzt ist er schon ordentlich gedamaged. Und er kann nur hier stehen bleiben, weil er nicht an mich rankommt. Und zack, zack. 5 Eisenbahn umsonst. Gut, das war's von mir und von dieser Folge. Es wird eh schon dunkel. Und wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es war informativ für euch. Wenn es Fragen gibt, wie immer, Kommentarfunktion nutzen. Und wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann. Ciao.